Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Europa ist in aller Munde und auch bei uns, denn wir sind heute im Museum für europäische Kulturen. Irene Ziehe ist bei mir, die wissenschaftliche Mitarbeiterin hier. Und ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie stellt man denn Kulturen dar? Das haben wir uns auch gefragt. Es geht darum, dass wir Objekte, die über 150 Jahre lang gesammelt wurden, in einen bestimmten Kontext stellen und hier zeigen, wie Alltagsobjekte genutzt wurden von den Menschen in Europa. Und da man schlecht einfach nur Objekte nebeneinander stellen kann, wie in einer Studiensammlung, haben wir schon seit vielen Jahren als Grundthema unserer Ausstellungen das Thema der Kulturkontakte, des Kulturaustauschs, weil wir davon ausgehen, dass alle Kulturen, die existieren, alle Lebensweisen, alle Lebensstile nicht autark sind, sondern immer durch über Jahrhunderte langen Austausch manchmal zustande gekommen sind und sich entwickelt haben. Und in der Ausstellung zeigen wir, wie so etwas durch verschiedene Medien quasi passieren kann, nämlich durch Handel, durch Tourismus, Fremdenverkehr, durch Migration im weitesten Sinne. Gleichzeitig zeigen wir aber auch, wie es trotzdem parallel dazu, und eins ist ohne das andere nicht denkbar, eine gewisse Abgrenzung immer gibt. Es gibt bei allem Austausch auch immer Grenzen. Und das versuchen wir anhand bestimmter Objekte hier darzustellen. Jetzt haben wir hier ja gleich ein Beispiel, die venezianische Gondel. Dieses Objekt ist quasi für uns symbolisch für alle Punkte, die ich eben nannte, denn sie steht sowohl für Handel, denn solche Gondeln wurden in früheren Jahrhunderten auch für Handelsaktivitäten genutzt. Sie steht natürlich für Tourismus, das kennt jeder bis heute. Und sie steht auch für Migration als Symbol für Venedig, denn Venedig ist auch ein Ort, der von Migranten aufgesucht wird, wo viele Menschen leben, die nicht dort gebürtig sind. Und Kultur heißt also alle Bereiche umfassend. Alle Bereiche. Essen, Trinken, genau. Alltag. Genau, alles, was Alltag ist. Und wir sagen ja auch bewusst nicht Kultur, nicht eine Kultur, sondern Kulturen, Museum europäischer Kulturen. Denn es gibt eben die verschiedensten Kulturen, einmal regional gedacht, aber natürlich auch Literatur, Musik, Malerei und dann aber auch eben die Popularkultur, auch Subkulturen. Alles das versuchen wir zu sammeln und in Ausstellungen auch zu präsentieren. Diese Prachtgondel, die ist ja besonders prächtig und besonders groß, die wurde 1975 einem Berliner Kaufmann von einem venezianischen Kaufmann geschenkt. Und der Berliner Kaufmann fuhr damit über den Halensee, bis er dazu keine Lust mehr hatte und die Gondel verfiel, dann im Wasser lag. Und dann wurde sie dem Museum geschenkt und wurde in einer großen Aktion aus dem Halensee geborgen und in das Museumsdepot gebracht, wo die Gondel dann erstmal aufwendig restauriert werden musste. Und nun haben wir endlich die Möglichkeit, sie hier in der Ausstellung auch wirklich zu präsentieren. Ich frage mich jetzt gerade, wie der Herr in Halensee, ob der dann auch wie so ein Gondoliere da stand und... Da gibt es leider keine Filmaufnahmen oder Fotos, jedenfalls sind uns keine bekannt, keine überliefert worden. Aber das wäre eine interessante Frage. Vielleicht hatte er jemanden, der ihn über den See starkte und er saß dann hier mit seiner Frau und genoss die Beachtung. Könnte ich mir vorstellen. Genau, wenn man ein Kaufmann ist, ein Wohlhabender, dann hat man so viel Mann. Ja, wahrscheinlich.
unsere Objekte thematisch geordnet. Nicht nach Ethnien, nicht nach Regionen, sondern thematisch. Dieses Objekt, dieser sizilianische Caretto, steht für Tourismus, für Fremdenverkehr, also Kulturaustausch durch das Kennenlernen fremder Regionen. Und zu diesem Kennenlernen, wenn man reist, gehören ja auch die Souvenirs. Und dieses Prachtstück, dieser sizilianische Caretto, ist ein Souvenir. Und zwar ein Souvenir des deutschen Kaisers Wilhelms II., der ja auch als Reisekaiser bekannt ist, der mit seiner Yacht und auch mit anderen Verkehrsmitteln sehr häufig umher reiste und sehr oft auch in Italien war und vermutlich vom italienischen König 1904 diesen für Sizilien sehr typischen Transportwagen geschenkt bekam. Diese sizilianischen Wagen wurden bis noch vor gar nicht allzu langer Zeit von den Bauern tatsächlich genutzt für den Transport von Südfrüchten und Obst und Gemüse zum Markt von einem Ort zum anderen. Bei bestimmten Festivitäten konnte man dann auch eine Bank auf den Wagen stellen und konnte dann damit auch zu einem Fest fahren. Davor gespannt waren Esel oder kleine Pferde. Mhm. Und in der Tat waren viele Caretti wirklich so bemalt, so intensiv bemalt, wie wir das hier an diesem besonderen Prachtstück sehen. Was sehen wir denn da überhaupt für Bilder und für? Das ist eine Geschichte, die im 19. Jahrhundert sehr wichtig war für die Unabhängigkeitsbestrebungen Italiens, die nationalen Bestrebungen, die ja in ganz Europa liefen, auch in Deutschland war das der Fall. Und hier wird eine mittelalterliche Geschichte aufgegriffen, die zeigt, wie das Christentum praktisch über die Herrschaft der Besetzung siegt. Damals ja, war es ja ein muslimisch besetztes Gebiet. Und das wird hier auf dieser Bilderfolge dargestellt, was übrigens auch bei den sehr bekannten und sehr typischen Marionettenspielen Siziliens eine ebenso große Rolle spielt. Und darüber hinaus sind dann natürlich einfach noch viele Dekorationen, Farbspiele, Muster und zwar sogar auch unter dem Wagen. Deshalb haben wir einen Spiegel darunter gelegt, damit man die Verzierung auch unter dem Wagen erkennen kann. Wir sind bei der Kaffeekultur angekommen, offensichtlich. Also wir sind nicht nur bei der Kaffeekultur, aber vielleicht können wir das als Beispiel nehmen. Wir sind hier bei Kulturaustausch durch Migration. Und das kann ja auf vielfältige Weise geschehen. Das wissen wir ja alle. Aber auch im Bereich der Kulinarik kann man das nachvollziehen. Und so haben wir hier einmal dargestellt, wie bestimmte Speisen oder Getränke, bestimmte Ernährungsgewohnheiten sich in Europa verbreiten. Wenn wir hier die Espresso-Tassen sehen, die wir, oder auch das Latte Macchiato-Glas, die wir in verschiedenen Städten Europas erworben haben für die Sammlung, dann wissen wir, heute kriegt man in jeder Stadt Europas einen Espresso, einen Latte Macchiato, einen Cappuccino. Wie selbstverständlich. Das war bis vor wenigen Jahren noch nicht der Fall. Da bekam man in England eher einen guten Tee als einen guten Kaffee. Heute gibt es auch dort in den Restaurants und Cafés eher einen guten Latte Macchiato als einen guten Tee. Oder auch in Moskau oder St. Petersburg. Also überall in Europa hat sich diese Kultur, die ursprünglich ja mal woanders herkam, so verbreitet,
dass sie zum Lebensalltag der Menschen gehört. Heißt aber auch, dass Migration zur Angleichung der Kulturen kommt? Es ist durchaus eine Angleichung der Kulturen. Das ist sicher ein Prozess, der ganz normal damit zusammenhängt und zwangsläufig ist. Aber es heißt ja nicht zugleich, dass Regionalkulturen deshalb unbedingt sterben müssen. Das bedarf dann bestimmter Förderungen, um bestimmte Dinge zu erhalten. Globalisierung hat ja auch sehr viele Vorzüge, indem man eben nicht mehr nur an seiner Tradition verhaftet ist. Heißt aber ja nicht unbedingt Egalisierung. Es gibt ja immer noch genügend verschiedene Restaurants, verschiedene Zubereitungsarten, verschiedene Speisen. Und wir wollen eigentlich auch nur zeigen, dass Dinge, die uns heute so selbstverständlich erscheinen, nicht schon immer da waren. Wie auch dieser Crepe-Maker. Crepe gab es sonst nur in Nordfrankreich. Ja. Heute kann man sich den zu Hause selber machen. Das ist weit verbreitet. Oder Fondue und Ähnliches. Ne? Mhm. Das sind alles Dinge, die wir selbstverständlich finden, die aber mal von irgendwo her eingewandert sind. Ja, der gute alte Döner, inwiefern ist der denn ein Produkt des Kulturaustausches? Dieses Werbeobjekt ist ein Exponat, was wir mal fürs Museum erworben haben, weil wir fanden, dass es eben auch so ganz typisch für unsere Zeit ist. Und was wir als Döner bezeichnen, dieses geschnittene Fleisch in der Teigtasche, ist ja in der Tat eine Berliner Erfindung. Berliner Türken haben aus ihrer Heimat bekannte Fleischgericht in die Teigtasche getan, damit man es auch im Gehen essen kann. Und interessanterweise war das so erfolgreich, dass die Firmen, die das produzieren, das in alle Welt exportiert haben. Und auf diesem Wege ist es jetzt sogar auch im eigentlichen Ursprungsland in der Türkei wieder angekommen. Aha. Soweit also Migration von Speisen.